Herzlich willkommen bei diesem geilen Let's Play über Tomb Raider die Chronik. Ja, ich freue mich. Ein sehr gutes Spiel. Was wir einmal machen ist als erstes, ist es einmal auf, einmal die Lautstärke. Einmal natürlich den... Weil ich bin weder Franzose, ich bin Deutsch, also hätte ich gerne auch Deutsch. Und wir machen mal die Musik ein bisschen leiser. Machen wir die mal auf 50. Und die Sprache machen wir mal auf 70, damit man die auch hört. Ich glaube, Musik müssen wir mal leiser machen. Ich glaube, so müsste okay sein. Sonst habe ich, glaube ich, nichts, was ich großartig verändern möchte. Höhe, Breite, ich glaube, besser als HD geht es überhaupt gar nicht. So, gehen wir zurück. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach. Wir könnten natürlich auch erst Croft Manor machen, aber das würde ich gerne ganz zum Schluss machen, wenn wir durch sind, so als Special-Episode. Da zeige ich euch nochmal das Croft Manor, was man da spielen kann. Ich würde mal sagen, Mittel. Mittel ist okay. Ich glaube, Mittel ist eine gute Schwierigkeit. Und ich würde mal sagen, let's go. Ich muss mal einmal mal leiser machen. Kann es trotzdem welche geben? Ja, das ist wahr. Aber vielleicht wollen sie ja nicht gefunden werden. Sie sollen ja recht wild sein. Yetis sehen nur wild aus. Vermutlich mögen sie die dauernde Kälte nicht. Würde mir auch nicht gefallen. Ach, Lara, wenn du nicht willst, musst du nie frieren. Da! Henry, was ist passiert? Lady Croft, Mayday, Mayday! Hier ist Bravo Tango 229! Motor verloren. Versuche Querfahrschübe zu öffnen. Stürzen wir jetzt ab? Steuerbordmotor reagiert nicht. Nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Stabilisator klemmt. Ruder bricht aus, verlieren an Höhe. Ja, wir stürzen ab! Mach die Augen zu, Liebes. Ich will meine Augen nicht zumachen. Ehrlich, Sid, das ist wie Treppensteigen, nur nicht so langweilig. Ganz toll. Und ich muss immer kotzen, wenn du nach unten siehst. Hey, alles ist zurück. Schnapp dir ein Headset. So früh zurück? Aus Florenz, oder? Ich hab mich doch für Genua entschieden. Bei dem Tempo wird meine Dissertation nie fertig. Na egal. Was macht ihr in Bolivien? Klettern. Alistair, das ist Tiwanaku. Eine Stadt der Prä-Inka-Zeit. Leider völlig zerstört. Entzückend. Ich suche nach einigen Artefakten. Und das schon ziemlich lange. Eine alte Freundin aus La Paz hat mir ein sehr... Ich habe mal eben den Ton ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, das ist für euch okay. Sonst müsste die Sprache und alles interessantes okay sein. Gerücht erzählt. Was für Artefakte? Naja, unter anderem. Okay, es ist doch ein bisschen zu laut, denke ich mal. Ich lasse es doch, glaube ich, eher bei 70. Sagen wir, ja, 70 ist gut. 70 war, glaube ich, in Ordnung. Eine Steinestrade. Ein Felsen. Und sie sagt nicht warum. Dann
wäre es doch nicht mehr spannend. Okay, nee. Die sind doch ein bisschen zu laut. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch so laut ist. Machen wir mal 60. So. Gucken mal. Ja, mit der Last hast. Muss man mit der Steuerung ein bisschen befassen. Legend ist einer der drei Teile von Legend, Underworld und Anniversary. Obwohl die Reihenfolge wohl eher ist Legend, Anniversary und Underworld. Die übrigens auch noch kommen werden. Wer das Tomb Raider für die PS1 noch nicht geguckt hat, oben in der Ecke kann man das finden. Ich muss ins Wasser sogar. Das hat Spaß gemacht. Er funktioniert noch, falls du das meinst. Cool. Angeblich ist er wasserdicht. Du kannst sogar problemlos damit schwimmen. Außer du isst ihn. Dann musst du eine Stunde warten. Können wir mal einfach runterschubsen? So, dann tun wir hier einfach mal hochklettern. Geschichte von Tomb Raider Legend ist eigentlich, es geht um den also Lara sucht ihre Mutter. Und die haben ein, sagen wir mal, Artefakt. Und das sucht sie halt. Und wir gucken mal, ob wir ihre Mutter mal finden oder eher nicht. Okay, da einmal drumherum. Wir lernen auch neue Leute kennen, die wir aus Tomb Raider eventuell noch nicht kennen, wie zum Beispiel Sip. Vorsicht! Tief durchatmen, Sip, sonst wird es eine lange Reise. Du bist und bleibst eine Optimistin. Sip zum Beispiel, der kommt in den alten Tomb Raider Teilen nicht mit. Nicht vor. Obwohl, das könnte sein, den wir in die Chronik gesehen haben, der an dem PC saß. Aber der Kollege, der andere, den wir auch nochmal kennenlernen, den kennen wir noch nicht. Das war sehr laut. Holy shit. Das war sehr laut. Aber ich kann leider das Spiel nicht so leise machen, dass man halt nichts mehr von dem Sound, von dem Hintergrundsound hört. Okay. Ich bin hier, sehe aber niemanden klettern. Hallo. Ja, aber ich sehe niemanden, den ich erschießen kann. Ich hätte so gerne jemanden abgeknallt und jetzt ist hier niemand. Er schuldet mir was. Scheiße, ja, ich werde es Rutland selbst sagen. Gib ihm das Funkgerät. Ich leg mich mal auf die Lauer. Du hast... Ja. Weißt du, wer er ist oder für wen er arbeitet? Keinen blassen Schimmer. Er will nicht erkannt werden. Ist das gut oder schlecht? Da er es nicht will, ist es schlecht. Okay, einmal nach da oben. Gut, da müssen wir auch mal wieder einmal runterschieben. Das Tomb Raider hier ist ein bisschen anders, weil das Tomb Raider hier hat ein paar mehr Rätsel. Patty, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt. Und ich hoffe, deiner Mama geht's auch wieder besser. Das weiß ich nicht. Wie lasse ich mich denn hier fallen, ist die Frage. Okay. Da ich nicht weiß, wie ich mich fallen lasse, müssen wir nachher mal gucken, wie ich das mache. Okay. Das weiß ich noch so ungefähr, wie man sich hier festhält. Ich schwör's dir. Und dann? Ist er dann rumgesprungen? Nein, er tanzte herum. Schreiend und brüllend und so. Echt? Dem hätte ich in den Arsch getreten. Ja, ist klar, Mann. Als er schreit. Wer sind diese Kerle? Die Frage ist, warum sie sich die Mühe machen, Ruinen zu bewachen. Genau. Schade, das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das gerne hätte. Oh, oh, oh.
Hallo? Okay. Ich habe erst gedacht, ich bin ein bisschen asynchron, aber ich habe festgestellt, ich bin nicht asynchron. Okay. So. Einmal darüber. Und da hoch. Und dann haben wir schon den nächsten Punkt. Okay. So, nochmal. So, ich bin jetzt oben. What? So viel zu dem Thema, ich bin jetzt oben. Übrigens kann man das auch super mit dem Controller spielen, nur ich bin das irgendwie gewöhnt, mit Maus und Tastatur zu spielen, deswegen spiele ich das mit Maus und Tastatur. So. Ich wollte gerade sagen, warum hat sich dich denn gerade nicht festgehalten? Oh mein Gott! Sehr gut, Lara. Oh mein Gott, hi! Mein erster Tod in dem Game. Das dann war dann wohl mein erster Tod. Da gucken wir mal. Was ich auch cool finde, aber das kann ich hier jetzt nicht so zeigen. Ist sie nicht wunderschön? Ich glaube, ich habe mich verliebt. Das sagst du doch zu allen Ruinen. Tja, so bin ich nun mal. Und hier kommen die verdammten Touris und Verdermals. Deine Kamera erfasst keine so kleinen Details. Was siehst du? Bewaffnete Männer. Allem Anschein nach Söldner. Was suchen die hier? Vermutlich Ärger. Und das, was ich an Tomb Raider Legend auch mag, ist die verdammte Musik. Hey, da ist sie! Die Musik ist halt 1A. Gucken wir eben einmal hier. Für Tomb Raider Legend gibt es, glaube ich, keine Errungenschaften. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ihr könnt gerne einmal nachgucken, ob es dafür irgendwie Errungenschaften gibt. Hier lag irgendwo die Waffe. So. Guck gerade mal, wie man hier die Waffen... Guck mal eben einmal, wie ich hier Waffen wechseln kann. Steuerung... lasst mal gucken. Schießen, Granate, manuell ziehen, Panda-Waffe, Waffe wechseln. End. Ende oder? D-Pad down. Was sind D-Pad down? Ja, okay, das ist. Okay, das ist das. Da ist auch noch ein Kit. Ich brauche erstmal keine Heilung. Los, geht der Sache nach. Guck mal, dass ich das Schießen gleich mal ein bisschen leiser kriege. Ich tu mal eben mal gucken, ob ich das noch das Ding ein bisschen leiser kriege. Jetzt ist es ein bisschen zu leiser. Ja, das ewige Gegucke mit den Waffen. Okay, das ist okay.
Ich glaube, das ist okay, damit kann ich leben mit der Lautstärke. Ich hoffe, der Chat auch. Wenn der Chat mir jetzt sagt, das ist zu leise, dann ändere ich es nochmal um. Okay. Das ist natürlich auch ein cooles Ding. Das ist natürlich jetzt mies. Schön, dass du es geschafft hast. Tja, wer kann, der kann. So, jetzt gehen wir mal nach hoch. Was ist das für ein Krempel? Damit bringt man Material weiter in den Berg hinein. Die antiken Baumeister mussten gelegentlich schwere Steinformationen umgehen. Müssen wir noch gucken, wie ich mich hier fallen lasse, ist die Frage. Ich glaube, mit F kann ich mich fallen lassen. Okay, wir sind draußen. Okay, hier sind wir definitiv falsch. Da geht's noch weiter. Glaube. Wir sind hier falsch. Ich glaube, wir sind hier falsch. Hier sind wir richtig. Ja, lass mal. Ein Jaguar. Ihre Beute angreifen, die größer ist als sie. Unschade. Ist das ein Affen oder ein Menschenschädel? Unheimlich. Es ist natürlich sehr laut, weil es halt laute Geräusche macht. Du scheinst voranzukommen. Ja, aber wie? Mit Geduld und Beharrlichkeit. Ja, Geduld und Beharrlichkeit ist nicht so meins. Wo ist denn hier der Tiger, der hier sonst rumrennt? Hallo, Tigerchen, da unten bist du. Okay, Tigerchen Nummer 1 ist tot. Das ist kein gutes Jagdrevier, mein Freund. Jo. Einmal hier die Dinge wegziehen. Ja, so ist, glaube ich, okay. Anderen brauche ich auch, also ich brauche alle drei Kisten. Jetzt ziehe ich schon mal nach da vorne. Ich glaube, ich kann erstmal da bleiben. Okay, was wir jetzt machen ist, mal gucken, ob es klappt oder ob ich das ein bisschen weiter reinmachen muss. Hoi! Jupp. Okay, die erste ist oben. Machen wir was mit Nummer 2 auch mal. Müsste eigentlich so passen, oder?
Okay, machen wir das auch mal. Und hey! Hui! Yep. Sehr gut, das hat auch wunderbar funktioniert. Jetzt stellen wir mal die Dinger hier auf ihren Platz. Da vorne hin. Oh, bloß nicht runterschieben. Das kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen. So, und jetzt. Mann, der Laden hier ist einfach irre. Das war damals sicher noch nicht so, als hier alles funktionierte. Was wir hier 1000 Jahre später sehen, ist nur die abgespeckte Version. So, jetzt können wir mal eben gucken. Wir haben hier irgendwo was liegen lassen. Wo war das? Hier lag noch irgendwo was. Da oben. Kann mal einer bitte von euch in Steam gucken, ob für Tomb Raider Legends Errungenschaften gibt? Ich gehe eher nicht davon aus, aber hey. Das ist immer wieder beeindruckend bei Tomb Raider. Das ist immer wieder beeindruckend. Jetzt gehen wir mal rüber. So, wow. Das finde ich immer sehr beeindruckend bei Tomb Raider, wie agil Lara einfach ist. Gut, wir sind drüber. Oh, das ist jetzt richtig mies. Bist du noch ganz? Ja, und habt ihr das gesehen? Dass da unten, nicht was, aber das kriegst du, wie auch immer du das kriegst, ich weiß es nicht, aber da unten nicht auf jeden Fall. Oh, okay. Gucken wir mal, das war ein beschissenes Rätsel, auch weil da unten den Tiger rumstiefelt. Komm, wo ist denn die? Da ist das Tigerchen. Okay. Oh. Müssen wir einmal gucken, wie wir da hinkommen. Das ist das Zentrum des finsteren Imperiums. Von all dem steht nichts in den Büchern, aber ich denke, die Teile hatten einen zeremoniellen Zweck. Wenn das so ist, möchte ich die Zeremonie lieber nicht sehen. Oh. Da war ich zu weit weg. Da war ich doch ein bisschen zu weit weg. Sowas zu Hause haben wäre doch bestimmt auch geil. Kann man richtig gut Transport machen. Weil ich jetzt wieder ein Stück zu weit gehe. Trink sofort was, wenn ich hier oben bin. Dann trinke ich was. Eben kurz was, weil Chat sagt, trink was, also trinke ich was.
Steht der Stream eigentlich immer noch auf Retro? Chat? Wisst ihr, was am richtig geilsten ist? Das hier. Also wenn ich das... Ich finde das immer interessant, wenn Leute dies hier können. Sehr gut, danke Black. Lara, hast du etwas für das Feuer gefunden? Lara, was? Nein, zurück! Großer Gott, was ist das? Da ist etwas im Licht. Bleib hier. Was? Wer bist du? Was? Was ist mit meiner Tochter? Sie hat es nicht böse gemeint. Tu ihr bitte nichts. Die Szene sehen wir in Underworld, sehen wir die auch. Genau diese Szene, nur halt von der Eltern Lara. Ich hatte gehofft, sie kennenzulernen. Ganz ruhig. Erkennt ihr die Stimme? Das ist die Stimme von Lord Voldemort. Ich bin ganz ohr. Lara? Haben Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein, was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Und Sie haben keinen Teil. Amanda sagte, dass Sie schlampig sind. Sie hätten in Paraíso besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraíso? Das Gespräch ist beendet. Okay. Oh mein Gott. Okay, das wird jetzt lustig. Ich mich heile. Ich kann die Steuerung gar nicht mehr. Wo haben wir denn heilen? Mal gucken. Medikit. Machen wir da. Nee, weil das ist so ein Kunstleder. Das ist. Und der ist schon eingesetzt und alles. Keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben noch was zu erledigen. Das heißt, wir leben noch. Das klingt doch richtig gut.
Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Tomb Raider Legend. Bye, bye.